Also kann es in diesem Hause, und dann muss es egal sein, ob es um Wohnungen, Bildung, Arbeit, soziale Leistungen oder sonst was geht, und von mir aus nicht in der Forstwirtschaft, aber bei vielen, ganz vielen relevanten Themen, wenn es dann einen sachlichen Grund gibt, Frau Ministerin, über das Thema Flüchtlinge zu reden, über Verdrängungseffekte, die da sind, sind Sie dann in der Lage, Herr Ott, sind Sie in der Lage, Herr Klocke, Sie, darauf sachlich einzugehen? Oder muss ich jedes Mal irgendwas hören von, schauen Sie, Herr Beckham, das Grundgesetz, diffus. Sie schauen mich nicht an, Sie reden mich nicht an, das ist geschenkt. Ich halte Sie für kompetent und souverän, aber an der Stelle verweigern Sie einen Diskurs. Absolut, von der SPD und den Grünen erwarte ich nichts anderes, aber von Ihnen sehr wohl. Und wenn ich über den Nachfrageüberhang am Wohnungsmarkt spreche, ob hier im Rahmen der Zweckentfremdung oder sonst wann, dann erwarte ich ehrlich gesagt, dass Sie das Thema Flüchtlinge zumindest berücksichtigen. Dass Sie dann sagen, ja, es gibt einen Zusammenhang, wenn Hunderttausende auf den Markt strömen, dass dann zu wenig Wohnungen da sind, insbesondere zu wenig bezahlbare Wohnungen. Weil genau am unteren Ende des Marktes werden die Wohnungen doch durch solche Leute aufgenommen. Das muss doch besprochen werden. Ich freue mich auf jede inhaltliche Diskussion mit Ihnen, wenn es um Wohnungen, Immobilien, Bauen geht. Jederzeit. Leider kam es da bisher nie zu. Vielleicht demnächst. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Beckham.